Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Modellbahn. Heute werde ich euch mal zeigen, wie Yannick und ich den Gleisplan von uns erstellt haben. Denn wir haben den natürlich auch mit einem Programm erstellt. Und das Programm heißt Track Planner, das ist kostenlos. Es ist jetzt nicht gerade das, wie soll ich sagen, All-in-One-Programm dazu, sondern man kriegt es einfach nur da, damit man ungefähr erkennen kann, wie man dann mal später die Gleise verlegt haben möchte. Aber man kann damit jetzt nicht wirklich Erhöhungen und sowas berechnen oder auch Landschaft ist es nicht gedacht zu berechnen. Einfach nur, damit man sich mal so eine Strecke so aufbauen kann und dann ungefähr sagen kann, so möchte ich, dass meine Strecke so ausschaut, aber es wird dann wahrscheinlich hin und wieder mal trotzdem halt Schwierigkeiten geben, weil es halt kostenlos ist und eben durch das, dass es keine Höhen mit berechnen kann, kann es eben zu leichten Fehlern kommen. Aber ja, was soll's, es ist wirklich sehr gut, also es hat wirklich alles einwandfrei geklappt und es ist auch sehr einfach zu bedienen. Also ich fange jetzt mal an, ich starte jetzt einfach mal das Programm natürlich. So, dann wichtig ist, ihr könnt ja also als bei der Gleisliste könnt ihr natürlich auswählen, welche Gleise ihr verwenden wollt. Gibt's alles Mögliche, da gibt's sogar Lego Duplo. Da gibt's also wirklich alles. Fehlt nur noch, dass es. Nee, passt schon. Genau. Als nächstes tun wir erstmal eine Grundplatte einfügen. Also wie groß denn eure Platte sozusagen sein wird oder wie groß eure Platte ist, wo ihr jetzt sagen könnt, so viel Platz habe ich zum Bauen. Dazu gehen wir auf Werkzeuge und auf Grundplatte einfügen, bearbeiten. So, bei Form können wir jetzt auswählen, was wir haben möchten. Meistens hat man ja ein Viereck, schätze ich jetzt mal. Wenn ihr einen Kreis habt, dann dann müsst ihr gleich noch einen Durchmesser angeben, genau. Aber meistens hat man ein Viereck, da muss man natürlich nur einmal B angeben. Wichtig ist, es sind hier Zentimeter. Also wenn ihr jetzt 2 Meter habt, dann müsst ihr natürlich 200 Zentimeter angeben. Ich mache jetzt einfach mal 200 Zentimeter auf 1 Meter. Ist so eine normale Platte, also so eine Größe müsste sie mindestens haben. Die Platte schaut dann so aus, also ja, das ist ungefähr das Mindeste, damit man eine angemessene Bahn bauen könnte. Die kann natürlich auch kleiner sein, aber dann würde ich schon eher sagen, dann braucht man sie nicht mehr planen, weil da kann man einfach versuchen, wie stecke ich die jetzt da zusammen. Und ja, gut, wie immer ist es ganz einfach anfangen. Wir sehen hier, wenn wir mit unserer Maus hier drüber gehen, sehen wir oben rechts oder halt hier oben und hier links, wo wir uns gerade eben befinden. Also wir könnten das theoretisch ziemlich genau machen. So, aber jetzt denkt ihr bestimmt, warum hier 110? Ja, es liegt daran, dass wir natürlich hier 10 cm von der Kante weggehen, denn sonst müssten wir ja ganz anliegen. Also heißt, wir gehen schon mal 10 cm weg, dafür haben wir halt hier 10 cm mehr, aber das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall, ich nehme jetzt einfach mal eine Gerade, also man fängt am besten immer mit irgendeiner Geraden an, weil wenn man mit einer Kurve anfängt, kommt das ein bisschen blöd. Vor allem ist es dann schwierig, das Ganze zusammenzubekommen. Also ich mache die Gerade jetzt einfach mal auf 1 Meter, zack. Also die ist jetzt sozusagen, würde die jetzt auf 90 cm liegen, also 10 cm von der Kante weg. Aber natürlich die Mitte, also muss man mal so sehen, das ist die Mitte. Es ist jetzt nicht irgendwie der Rand von der Schiene, sondern die Mitte. Und ich denke mal, so genau braucht man das auch jetzt nicht unbedingt machen, denn wenn man es ja zusammenbekommt auf der, ja, hier auf dem Plan, dann kann man das ja irgendwie auf der Platte dann noch verschieben. Wenn ich jetzt eine weitere Schiene hinzufügen will, die dann direkt hier anschließt, gehe ich einfach direkt auf den Pfeil und ich würde auch immer direkt hier weitermachen. Denn wenn ich jetzt irgendwo hier oben sage, ich fange jetzt hier an und will jetzt so das verbinden, dann wird das ein bisschen schwierig, sondern ich würde einfach von hier aus sagen, ich möchte jetzt in die Richtung bauen und dann einfach die Kurven nehmen. Radius 1 ist natürlich bei, kommt immer drauf an, was man natürlich mit Blatt hat, aber weiß, das sind wir natürlich Radius 1. Gut, jetzt mache ich einfach mal weiter, zack, zack, zack. Dann mache ich hier einen kleinen Bahnhof. Deshalb brauche ich noch eine Weiche. Ich nehme die natürlich. Ich könnte jetzt so die andere nehmen, ist eigentlich egal. Und wenn ihr jetzt, die guckt jetzt irgendwie in die falsche Richtung. Also, ja, die wäre jetzt nicht so, wie wir wollen, weil das ist ja blöd. Also machen wir rechts die drauf, Anschlüsse tauschen. Ja, wenn es jetzt immer noch nicht passen würde, dann machen wir es eben nochmal irgendwann. Passen die Anschlüsse einfach. So.
Jetzt können wir natürlich hier unsere Kurven anschließen. Entschuldigung, ich musste gerade eben halt unterbrechen, weil ich habe irgendwie so einen trockenen Hals. So, und das, die passen jetzt schon, oder? Die, ja, die gehen jetzt schon in die richtige Richtung. Und mach das einfach mal so lange, bis ich oben ankomme. Genau, so. Und jetzt hier oben mache ich, glaube ich, jetzt nichts Großartiges hin. Ich mache jetzt auf jeden Fall, brauche ich jetzt mal meinen Plan soweit fertig. Ihr seht das jetzt alles im Zeitraffer. So, also für, nachdem ich natürlich so eine Weiche dran habe, brauche ich eine 24er, Radius 2 ist es ja dann, 24 Grad natürlich, ansonsten komme ich ja nicht gerade wieder zurück und das wäre dann blöd. Gut, jetzt verbinde ich das Ganze natürlich noch, ich brauche da auf jeden Fall, glaube ich, 172er, das sehe ich jetzt schon, also man braucht bei dem Planer ein bisschen Erfahrung, denn ansonsten wird das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ja, man muss am Anfang sehr viel ausprobieren und ja, es passt, also war jetzt Glück, manchmal da passt es bei mir auch nicht, da muss man halt immer ausprobieren, bis es passt und ja, es ist halt gut, wenn man wirklich sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kann man da sich recht schnell einen einfachen Plan erstellen. So, ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass bei der Weiche ich konnte da die Anschlüsse nicht tauschen, also das da, es ging nicht, was ja jetzt nicht geht. Das liegt daran, wenn ihr schon mit Schienen verbunden seid, also eine Verbindung da drin besteht, dann könnt ihr die Anschlüsse nicht mehr drehen, dann müsst ihr erst die Schiene, die damit auch noch verbunden ist, erst die entfernen, also die habe ich ja dann entfernt, und dann könnt ihr die Anschlüsse tauschen und dann macht ihr wieder die Schiene hin. Genau. So, und das war's jetzt eigentlich auch schon, ihr könnt das Ganze in 3D betrachten. Schaut halt, naja, wieder nicht so ganz so geil, aber so sieht man ungefähr, wie es dann ausschaut. Ja, es hat schon so eine kleine Anlage, würde ich nur sagen. Eine Runde immer. Und abwechselnd. Gut. Könnt ihr natürlich auch ausdrucken. Brauche ich jetzt aber nicht. Könnt ihr natürlich auch noch bewegen. Geht alles. Und jetzt können wir natürlich auch neue Gleise zählen. Dazu gehen wir einfach auf Extras. Gleise zählen. Wir haben 29 Gleise verlegt. Das ist recht wenig, aber trotzdem, jetzt wissen wir es. Und die Stückliste, die ist auch ganz wichtig. Geht auf Extras und dann auf Stückliste und dann könnt ihr die Stückliste ausdrucken, weil dann wisst ihr genau, welche Schienen ihr braucht und wie viel ihr auch davon braucht. Wenn ihr natürlich jetzt eine größere Anlage bauen wollt, dann ist es natürlich sehr praktisch, den könnt ihr ja ausdrucken. Da steht auch nochmal die Gleisanzahl, also eigentlich braucht man das Gleisanzahl nicht unbedingt, man geht einfach auf Stückliste, weil da sieht man es ja auch. Gut, und den Plan, den können wir natürlich ausdrucken. Dazu gehen wir einfach auf Datei und dann auf Drucken. Und da kann man jetzt ja halt noch einstellen, ob es die Schwellen gedruckt werden, Artikelnummer drucken und Gleisbett drucken. Gleisbett drucken, das ist der Rand außenrum. Die Schwellen, das wären dann die, sozusagen, von den Schienen dann, ja, das Teilleiter. Die Artikelnummer, das würde ich auch mitdrucken, weil sonst wisst ihr ja gar nicht, welche Schiene wohin gehört, weil das sind ja natürlich die Nummern hier. Das Raster, das braucht ihr nicht mit ausdrucken, das ist irgendwas Zusätzliches, und die Kopfzeile, die braucht ihr auch nicht, weil da steht nur, wie euer Plan heißt. Absperren könnt ihr den auch unter Datei speichern unter, und dann könnt ihr noch immer wieder öffnen, falls ihr ihn braucht oder noch bearbeiten. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Und wenn es euch doch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da oder auch nur einen Daumen nach oben. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und sehen uns dann beim nächsten Mal. Jo, haut rein.